Berlin feiert mit dem FC Barça. Die Katalanen haben im Olympiastadion das Champions-League-Finale gewonnen. 3:1 gegen Juventus Turin. Über 70.000 Fans waren live im Stadion dabei. Wie die Fans in Barcelona und in Turin mitgefiebert und gefeiert haben, das schauen wir uns jetzt an. Der FC Barça holt damit nicht nur den 5. Titel in der europäischen Königsklasse, sondern schafft auch schon zum 2. Mal nach 2009 das Triple. Ein hart umkämpftes Finale mit stolzen Siegern. Heute schaut die Welt nach Bayern, denn dort beginnt das Treffen der 7 wichtigsten Industrienationen. Der G7-Gipfel auf Schloss Elmau. Es geht um viel, um Klimaschutz, die Weltwirtschaft oder den Kampf gegen den Terror. Schon bevor es am Mittag offiziell losgeht, wird Kanzlerin Merkel US-Präsident Obama treffen. Und auch die G7-Gegner bringen sich in Stellung. Sie wollen auch heute wieder demonstrieren. Dabei wird auch mit Ausschreitungen gerechnet, wie schon am Samstag. Von wo aus die Journalisten das G7-Treffen dann beobachten im Pressezentrum von Elmau, ist für uns Dagmar Engel. Dagmar, Pfefferspray und Verletzte, war das etwa schon ein Vorgeschmack auf morgen, wenn das Treffen dann tatsächlich beginnt? Staats- und Regierungschefs der 7 mächtigsten Industrienationen treffen sich da. Wer von den Gästen ist denn schon da? Themen gibt es ja viele auf diesem Gipfel, aber was meinen Sie, was wird am Ende die Agenda? Wenn Sie mehr über den G7-Gipfel in Elmau wissen wollen, schauen Sie bei uns doch auch mal im Netz vorbei. Auf dem Gipfel geht es auch um die Herausforderungen, vor denen Afrika steht. Zum Beispiel die Konflikte, die Millionen Menschen in Flucht und Hunger treiben. Besonders dramatisch ist die Situation gerade im Südsudan. Vor dem Bürgerkrieg dort sind in den vergangenen 2 Monaten schon mehr als 100.000 Menschen geflohen. Seit 2013. Auch Bosnien-Herzegowina leidet noch immer unter den Folgen eines Krieges von 1992 bis 1995. Jetzt hat Papst Franziskus bei seinem Besuch zur Versöhnung zwischen den unterschiedlichen ethnischen und religiösen Gruppen im Land aufgerufen. Im Olympiastadion von Sarajevo feierte der Papst eine Messe mit 65.000 Gläubigen. Einen Monat ist die Prinzessin jetzt alt und schon seit ihrer Geburt warten Fans weltweit auf die ersten Fotos. Jetzt sind sie da. Das britische Königshaus hat Bild. Und soweit das Journal hier aus Berlin. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Das Berliner Finale ist vorbei. Der FC Barcelona hat die Champions League 2015 gewonnen mit einem 3:1 gegen Juventus Turin. Mitgefiebert wurde heute überall in Europa und natürlich vor allem in den Städten der Finalisten in Turin und in 3:1 für Barça. Der Favorit hat also gewonnen. Es war aber ein härteres Stück Arbeit als erwartet. Zwar erzielte der Kroate Ivan. Und jetzt zu unserem Reporter Matthias Frickel vor dem Berliner Olympiastadion. Matthias, hat denn die bessere Mannschaft gewonnen? Barça holt sich zum 5. Mal den Titel in der europäischen Königsklasse. Das Team, ein echtes Star-Ensemble, das seinem Ruf mal wieder gerecht geworden ist. In Bayern treffen sich ab morgen die G7, die wichtigsten Wirtschaftsmächte der Welt. Die meisten Politiker kommen erst noch, aber die Demonstranten sind schon da. Weil der Tagungsort, das Luxushotel Schloss Elmau, weiträumig abgeschottet ist, haben die Gipfelgegner ihr Protestcamp in Garmisch-Partenkirchen aufgeschlagen. Dort musste die Großdemo am Abend wegen Starkregen früher beendet werden als geplant. Zuvor gab es heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei. Und dort, von wo aus die Journalisten das G7-Treffen dann beobachten, im Pressezentrum von Elmau, ist für uns Dagmar Engel. Dagmar, Pfefferspray und Verletzte, war das etwa schon ein Vorgeschmack auf morgen, wenn das Treffen dann tatsächlich beginnt? Staats- und Regierungschefs der 7 mächtigsten Industrienationen treffen sich da. Wer von den Gästen ist denn schon da? Themen gibt es ja viele auf diesem Gipfel, aber was meinen Sie, was wird am Ende die Agenda bestimmen? Und wenn Sie mehr über den G7-Gipfel in Elmau wissen wollen, dann schauen Sie bei uns auch mal im Internet. Beim G7-Gipfel geht es auch um die Herausforderungen, vor denen Afrika steht. Und dazu gehören die Konflikte, die Millionen Menschen in Flucht und Hunger treiben. Wir wollen jetzt in den Südsudan blicken. Vor dem Bürgerkrieg dort sind in den vergangenen 2 Monaten mehr als 100.000 Menschen geflohen. Seit 2013 stehen sich Truppen von Präsident Kiir.
Zivile Opfer durch Drohnenangriffe haben die USA in Afghanistan bereits viele Sympathien gekostet. Heute wurde bekannt, dass am Freitag bei einem Drohnenangriff im Norden des Landes 34 Menschen ums Leben gekommen sind. Ziel des Angriffs war die Beerdigung eines Taliban-Anführers in dem Ort. 20 Jahre nach Ende des Bosnienkriegs hat Papst Franziskus in Sarajevo zur Versöhnung aufgerufen zwischen den unterschiedlichen ethnischen und religiösen Gruppen. Bosnien-Herzegowina leidet immer noch unter den Folgen des Kriegs von 1992 bis 1995. Im Olympiastadion von Sarajevo, in dem viele Opfer der Belagerung der Stadt begraben sind, feierte Franziskus eine Messe mit 65.000 Gläubigen. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Wird er früh erkannt, sind die Heilungschancen groß. Und in Prag nimmt man die Früherkennung besonders ernst. Wenn Sie mehr wissen möchten über die Themen der Sendung, das Champions League-Finale hier in Berlin oder den G7-Gipfel, dann schauen Sie bei uns auch im Netz vorbei unter db.de. Danke fürs Zuschauen. Hallo und willkommen zu den Nachrichten der DW. Mein Name ist Julia Hahn und das sind unsere Themen. Die Politiker kommen noch, aber mehrere tausend Gegner des G7-Gipfels in Deutschland sind schon da. Bei einer Demonstration in Garmisch-Partenkirchen kam es jetzt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit Polizisten. Mehrere Menschen wurden verletzt. Das Treffen der wichtigsten Industrienationen der Welt beginnt morgen. Der eigentliche Tagungsort Schloss Elmau ist weiträumig abgeschottet. Aber davon lassen sich die Demonstranten nicht beeindrucken. Und jetzt nach Garmisch-Partenkirchen zu unserem Reporter Rupert Wiederwald. Rupert, wir haben das gesehen, es hat angefangen zu regnen bei Ihnen, aber wie ist die Lage denn sonst so im Moment? Von dem Sie sprechen, weiß man denn schon, wer den angezettelt hat? Friedlicher geht's dagegen hier in Berlin zu. Kurz vor dem großen Highlight des europäischen Fußballsommers im Berliner Olympiastadion geht's heute um den Sieg im Champions League-Finale. Ja, und vor dem Olympiastadion hier in Berlin ist jetzt unser Reporter Matthias Fricke. Matthias, wie ist denn die Atmosphäre bei Ihnen? Mal. Zwei Clubs mit großer Tradition und vielen Erfolgen streiten also um die Krone des europäischen Fußballs. Juventus Turin und der FC Barcelona. Die Katalanen haben auf dem Weg ins Finale nacheinander den englischen, französischen und deutschen Meister ausgeschaltet. Und jetzt soll der aus Italien folgen. Die alte Dame, wie Juventus Turin auch genannt wird, möchte an alte Erfolge anknüpfen. Zweimal waren die Italiener das beste Team Europas. Aber das ist schon 19 Jahre her. In dieser Saison hat es Juve nicht mit spielerischer Brillanz, sondern mit eiserner Disziplin und taktischem Geschick bis ins Finale geschafft. Die Spannung steigt und damit nochmal zurück zu Matthias Frickel vor dem Olympiastadion. Matthias, welche Mannschaft konnte denn die meisten Fans mobilisieren? Das Reporter Matthias Frickel, ganz herzlichen Dank. Mehr als 50 Millionen Türken wählen morgen ein neues Parlament. Die Abstimmung gilt schon jetzt als eine der wichtigsten der letzten 15 Jahre. Denn im Kern geht es vor allem um die Frage, wie viel Macht soll Präsident Erdogan künftig haben? Es gilt als sicher, dass seine islamisch-konservative AKP auch dieses Mal stärkste Kraft wird. Als Zünglein an der Waage gilt aber die pro-kurdische HDP. Der Wahlkampf der Partei wird allerdings überschattet von einem blutigen Anschlag im Südosten des Landes. 20 Jahre nach Ende des Bosnienkriegs ruft Papst Franziskus in Sarajevo zur Versöhnung auf zwischen den unterschiedlichen ethnischen und religiösen Volksgruppen. Wo viele Todesopfer der Belagerung der Stadt begraben sind, feierte Franziskus eine Messe mit 65.000 Gläubigen. Winnetou-Darsteller Pierre Brice ist tot. Der beliebte französische Schauspieler starb im Alter von 86 Jahren in einem Krankenhaus in Paris. Pierre Brice hat Generationen von Deutschen begeistert. Und soweit dieses Journal. Liebe Zuschauer, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Bis bald.